Strafverteidigung wegen Untreue. Guten Tag, ich bin Rechtsanwalt Kian Fatih. Im Video heute berichte ich Ihnen über den Straftatbestand der Untreue gemäß § 266 Strafgesetzbuch. Ich bin Mitglied der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V. Die Untreue gemäß § 266 Strafgesetzbuch sieht eine Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren oder Geldstrafe vor. Der Untreue-Tatbestand als auch der Betrug sind als zentrale Wirtschaftsstraftaten anzusehen. Zum Straftatbestand des Betruges wurde bereits am 28. Mai 2015 ein Kanzleivideo veröffentlicht. Der Straftatbestand der Untreue wird zunehmend extensiv, also weit ausgelegt. Darüber hinaus ist in den letzten Jahren die Anzahl der Strafverfahren wegen Untreue angestiegen. Wegen der Häufigkeit der Anwendung des Untreue-Tatbestandes ist in der juristischen Fachliteratur in der Vergangenheit bereits die Frage aufgeworfen worden, ob es eine sogenannte Untreue-Mode geben würde. Diese Entwicklung des Untreue-Strafrechts hat aber nicht nur, wie manche juristische Laien meinen, Auswirkungen auf die Berufsgruppe der Bürgermeister, der Aufsichtsräte einer Aktiengesellschaft, der Geschäftsführer einer GmbH. Die dargestellte Entwicklung betrifft alle Personen, die Entscheidungen über fremdes Vermögen treffen müssen, bis hin zu Angestellten, die eine eigene Entscheidungsbefugnis diesbezüglich haben. Wenn Ihnen eröffnet worden ist, dass gegen Sie strafrechtlich wegen des Straftatbestands der Untreue ermittelt wird, sollten Sie schnell einen Strafverteidiger mandatieren und sich dort rechtlich beraten lassen. Bis eine fachkundige, professionelle, anwaltliche Rechtsberatung stattgefunden hat, sollten Sie die Aussage verweigern. Die strafrechtliche Untreue beinhaltet 2 Tatbestände. Dies ist einmal der sogenannte Missbrauchstatbestand und die Treuebruchsalternative. Die Treuebruchsalternative setzt objektiv lediglich voraus, dass eine Vermögensfürsorgepflicht über fremdes Vermögen verletzt worden ist. Hinzu kommen muss in beiden Varianten jedoch auch Vorsatz. Eine Vermögensbetreuungspflicht ist bereits in folgenden Konstellationen bejaht worden. Bei dem Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft gegenüber der Aktiengesellschaft und den Gesellschaftern. Bei einem Geschäftsführer einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, also einer GmbH, gegenüber der GmbH. Von Vorstandsmitgliedern einer AG gegenüber einer der Aktiengesellschaft. In sehr vielen anderen Konstellationen ist eine Vermögensfürsorgepflicht gegeben. Da wichtige Weichen zu Beginn des Strafverfahrens gestellt werden, sollte möglichst frühzeitig ein Strafverteidiger mandatiert werden, wenn Ihnen der Tatvorwurf einer Untreue gemacht wird, also wenn Ihnen eröffnet worden ist, dass gegen Sie strafrechtlich wegen einer Untreue ermittelt wird. Aufgrund der sprichwörtlichen prägenden Kraft des Ermittlungsverfahrens für die Hauptverhandlung ist es ratsam, sehr frühzeitig einen Strafverteidiger zu mandatieren. Der Strafverteidiger wird in den allermeisten Fällen unverzüglich nach seiner Mandatierung Akteneinsicht beantragen und von einer Einlassung seiner Mandantschaft bis zu einer erfolgten Akteneinsicht abraten. In vielen Fällen ist es jedoch ratsam, nach erfolgter Akteneinsicht und ausführlicher anwaltlicher Beratung eine Einlassung zur Sache abzugeben. Meine Kanzlei liegt in zentraler Lage der Universitätsstadt Heidelberg. Meine Kanzlei ist insbesondere aus Stuttgart, Mannheim oder Karlsruhe über die Autobahn gut erreichbar. Unter der unten eingeblendeten Rufnummer kann über die verschiedenen Mitarbeiterinnen des Sekretariats der Kanzlei Kontakt zu meiner Kanzlei zwecks Terminvereinbarung zur Rechtsberatung vereinbart werden. Aus Zeitgründen ist es mir jedoch leider nicht möglich, jedes Mandat anzunehmen, das an mich herangetragen wird. Bei besonderem Interesse an Ihrem konkreten Fall ist jedoch auch eine bundesweite Strafverteidigung durch mich möglich. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.